Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Man kann den Krebs besiegen. Viele Krebsarten lassen sich heutzutage weit zurückdrängen oder sogar komplett heilen. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, es kann zu Langzeitfolgen kommen oder auch zu Spätfolgen durch die Therapie, die erst nach vielen Jahren auftreten. Aber wenn man das weiß, worum es sich dabei handelt, dann kann man damit auch umgehen. Bei mir ist Privatdozentin Dr. Georgia Schilling. Sie ist leitende Oberärztin der Onkologie an der Asklepios Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit haben. Sagen Sie mir uns, dass jetzt immer mehr Krebsarten geheilt werden können, das ist ja eigentlich noch relativ neu, oder? Ja, das ist eine Entwicklung, die vor allem, ich sage jetzt mal, in den letzten 10, 15 Jahren sich abgezeichnet hat, auf die wir in der Onkologie super stolz sind. Und diese lebensbedrohliche Erkrankung, die die meisten Patienten bei der Diagnosestellung gleich immer mit Tod und Sterben auch assoziiert haben, die können wir mittlerweile tatsächlich in vielen Fällen heilen. Und wir können 60% der Männer und Frauen heute auch ein Langzeitüberleben ermöglichen. Das heißt also ein Leben weit über 5 Jahre hinaus. Und das wissen die meisten Patienten nicht, dass wir doch so viele Fortschritte gemacht haben und Krebs wird zunehmend eine chronische Erkrankung. Ja, das heißt aber ja auch, dass das Leben danach immer mehr in den Fokus rückt, in den Mittelpunkt rückt und dass man ja mittlerweile sagen kann, es wird mich auch noch geben in 5 Jahren, in 10 vielleicht und auch in 15. Mhm. Der Arzt sagt dann, Sie sind geheilt und fühle ich mich dann auch geheilt? Das ist absolut richtig, was Sie sagen. Das Leben nach dem Krebs rückt zunehmend in den Fokus, auch in den Fokus der Mediziner oder der Onkologen. Es ging jahrelang uns ja in der Forschung, in der Medikamentenentwicklung hauptsächlich darum, das Überleben zu verlängern. Das war das Primärziel. Jetzt haben wir viel erreicht und jetzt müssen wir uns eigentlich um unseren Erfolg kümmern, sage ich mal. Also, dass die Patienten das Leben nach ihrer Erkrankung auch genießen können. Das heißt, wir müssen uns um die Lebensqualität nach der Krebserkrankung, nach der Therapie kümmern. Und das ist jetzt ein zunehmend wichtigeres Thema in allen onkologischen Fachgesellschaften, da mehr für die Patienten zu tun, mehr aufzuklären, was kann eigentlich nach einer Krebserkrankung sein, was ist normal, auf was muss ich achten, was kann ich selber dazu beitragen, dass ich mich besser fühle oder auch, was kann ich dazu beitragen, dass die Krankheit nicht wiederkommt. Mhm. Genau, das sind ja verschiedene Bereiche. Also einmal, dass die Krankheit nicht wiederkommt, aber schon auch die anderen Dinge, die, mit denen man vielleicht gar nicht rechnet, weil die gar nicht durch den Krebs direkt sind, sondern durch die Therapie. Sie unterscheiden ja zwischen Langzeitfolgen und Spätfolgen. Mhm. Vielleicht nennen Sie uns erst einmal das, was Sie damit meinen, was mir da widerfährt. Genau. Also ein großes Problem nach Überwinden der Erkrankung ist häufig Fatigue. Fatigue ist dieses chronische Müdigkeitssyndrom, das kann schon während der Therapie anfangen, kann aber auch nach Jahren erst auftreten oder auch einfach nach der Therapie voranschreiten. Und das ist ein großes Problem für unsere Patienten, weil eben jeder sagt, du bist doch geheilt. Das kann doch jetzt gar nicht sein, dass du den Tag auf dem Sofa verbringst und eigentlich gar nicht mehr fähig bist, deinen Alltag zu leben. Das ist so eine klassische Langzeitfolge, die wir beobachten, die während der Therapie auftritt und dann über Jahre eben noch bestehen kann beispielsweise. Oder wenn Patienten uns erzählen, sie können sich jetzt gar nichts mehr merken. Sie müssen alles auf den Zettel schreiben. Sie sind auch nicht mehr in der Lage, zweierlei Sachen gleichzeitig zu machen. Auch das ist eine klassische Folge von Therapie, aber auch Erkrankung. Man kann es manchmal nicht so genau trennen, was mehr Anteil hat. Ganz sicher wissen wir, dass die Therapie an einer Folge schuld ist. Das nennt sich Polyneuropathie. Das heißt, wenn die Patienten uns erzählen, sie haben ständig Kribbeln in den Füßen, in den Händen, sie können kein Geld mehr zählen, sie können keine Münzen aus dem Geldbeutel mehr nehmen. Also und diese Polyneuropathie, auch die kann sehr lange nach einer Krebstherapie noch andauern und belastet natürlich die Patienten enorm. Das wären jetzt so klassische Beispiele. Schmerzen gehören dazu, Unfruchtbarkeit durch die Therapie, durch die Operation, aber auch durch die Chemotherapie beispielsweise, ist was viele
jüngere Patienten sehr belastet. Generell das Risiko, wieder einen Tumor zu bekommen, durch die Therapie auch induziert. Es gibt eine Reihe von Chemotherapeutika, aber auch modernen neuen Substanzen, die mit einem Risiko verbunden sind, wieder Krebs zu induzieren, was wir aber in Kauf nehmen müssen, um die erste Erkrankung zu heilen. Mir scheint so, als wären da jetzt eine ganze Menge Krankheiten dazwischen gewesen, die durch die Chemo oder durch die Bestrahlung entstehen und gar nicht durch den Krebs selbst. Gibt es Patienten, die zu Ihnen sagen, warum soll ich denn dann überhaupt diese Chemo machen? Also geht es denn dann nicht ohne? Habe ich gehört, das kann man doch auch anders? Ja, also die Patienten gibt es natürlich. Oft haben Patienten natürlich in einer lebensbedrohlichen Situation kaum eine Wahl zu entscheiden, möchte ich das jetzt oder möchte ich das nicht, weil wir sie einfach behandeln müssen. Und ich erkläre meinen Patienten dann immer, Krebs ist eine sehr aggressive Erkrankung, die kann man natürlich auch nur mit aggressiveren Therapien wirklich gut behandeln. Was nicht heißen soll, dass es nicht unterstützende Maßnahmen gibt, um die Therapie auch verträglicher zu machen. Aber man muss die Patienten schon dahingehend beeinflussen, dass sie die Therapie auch durchführen. Und oft reicht es auch zu sagen, wir fangen auf jeden Fall an und wenn es überhaupt gar nicht mehr geht, wenn es nur noch Quälerei ist, dann kann man immer noch drüber nachdenken, aufzuhören. Mhm. Was in palliativen Situationen sicher dann auch häufig sinnvoll ist. Ja, also in späten Stadien sozusagen. In späten Stadien, aber wenn ich jetzt jemanden habe mit einem Morbus Hodgkin, der in über 90% der Fälle heilbar ist, dann muss man den Patienten unbedingt motivieren, dass er diese Therapie macht. Also egal, was hinterher passieren kann. Ja, kann man das so plakativ sagen? Wenn man Chemo oder Bestrahlung nicht in Kauf nimmt, dann holt einen der Krebs auf jeden Fall. Und wenn man es aber in Kauf nimmt, dann kann es sein, dass man mit diesen Folgen der Therapie gut zurechtkommen kann? Ja. So würde ich das unterstützen, ja. Also wenn der Krebs nicht behandelt wird, dann schreitet er unaufhaltsam fort. Und es ist eine aggressive Erkrankung, die dann eben unbehandelt, ich sage jetzt mal, in eigentlich 100% der Fälle auch zum Tod führt, in einer relativ begrenzten Zeit. Auch so eine Krankheit wie ein Morbus Hodgkin, den man heilen kann, eben wie gesagt in über 90%. Wenn er nicht behandelt wird, kann der Patient in 3 Monaten tot sein. Ja, sagen Sie mal, das hat ja etwas zu tun mit dem Kreislauf letztlich, auch mit dem Blut, mit dem Blutkreislauf. Genau, eine Blutkrebserkrankung. Ja, eine Blutkrebserkrankung, ja. Genau. Ja. Es gibt ja auch noch Folgen, die man am Anfang gar nicht merkt, die gar nicht, auch gar nicht auf die so zurückzuführen sind, erstmal auf die Behandlung. Das ist das, was Sie Spätfolgen nennen. Zum Beispiel, ich glaube, Osteoporose ist also ein Fall, oder? Osteoporose kann spät auftreten, nachdem die Therapie schon lang abgeschlossen ist. Kommt auch durch die Co-Medikation, viel durch die Cortisonbehandlung, die parallel läuft. Klassisches Beispiel sind zum Beispiel auch Herzschäden, die eben manchmal erst nach 10, 15 Jahren auftreten, vor allem nach Bestrahlungen beispielsweise im Oberkörperbereich, wenn die auf der linken Seite bestrahlt werden, die Patienten, wo das Herz sitzt. Und das ist eine klassische Spätkomplikation, die eben nach Jahren der Gesundheit auftritt. Kann es denn passieren als Krebspatient oder Ex-Krebspatient, dass mir so eine Langzeitfolge oder so eine Spätfolge durchrutscht? Also dass ich die ganz lange für etwas halte, was sie gar nicht ist und mir entgeht, dass sie dann eben auch ernst ist? Ich glaube, als Patient bringt man das Ganze nicht unbedingt immer mit der Erkrankung oder der Therapie der Erkrankung zusammen, wenn das schon relativ langer Abstand ist, aber die behandelnden Kollegen, die den Patienten behandeln, die sollten das natürlich schon ernst nehmen und wissen. Genau, und der ist ja dann auch in einer eher engmaschigen, in einem engmaschigen Turnus, wo er sich immer wieder vorführt. Am Anfang ja. Also wir haben ja 5 Jahre lang gesetzliche Nachsorge. Da ist der Patient tatsächlich in engmaschiger Kontrolle. Am Anfang alle 3 Monate, dann alle halbe Jahre. Aber nach den 5 Jahren fällt der Patient oft so ein bisschen durch die Maschen durch. Und wir
möchten gerne diese Zeit prolongieren, sage ich jetzt mal, weil eben Schäden durch die Therapie auch nach dem Intervall von 5 Jahren noch auftreten können. Und wir arbeiten gerade dran, auch dann die Kollegen besser auszubilden, also die Allgemeinmediziner, die Internisten, die unsere Patienten dann eben auch weiter betreuen, dass die besser wissen, auf was müssen sie denn achten, was kann eigentlich auch nach 5, 6, 7 Jahren nach der Therapie noch auftreten. Was empfehlen Sie denn dann den Patienten, die jetzt sich überlegen, wie sie das an sich selber bemerken sollten? Gibt es da Selbsthilfegruppen, in die man geht? Oder? Also klar, Selbsthilfegruppen können immer die Patienten unterstützen, auch im Langzeitverlauf. Wir werden jetzt in Altona eine Sprechstunde anbieten für Langzeitüberlebende, wo sich Patienten hinwenden können, eben nach Tumorerkrankungen, wenn Unklarheiten sind, wenn plötzlich irgendwas auffällt. Und dann haben wir natürlich auch ein Spezialwissen, dann zu sagen, ja, das hängt jetzt mit der Therapie zusammen, mit der Erkrankung oder vielleicht auch einfach mit dem Älterwerden. Das gibt es ja auch. Also Krebs ist ja immer noch eine Erkrankung von Menschen, die älter sind, also so ab dem 65. Lebensjahr. Da kann natürlich eine Herzschwäche einfach auch mal altersbedingt ganz normal sein. Aber das ist vielleicht auch gar nicht immer das Ziel, das zu unterscheiden. Wichtig ist, zu erkennen und dann auch zu behandeln. Ja, genau. Man sagt ja immer, wenn man Krebs gehabt hat, soll man gesund leben. Man soll auf sich achten, sich viel bewegen, sich gesund ernähren, gucken, dass man bei Laune bleibt auch. Aber es schwirren ja auch eine ganze Menge Dinge so durch die Medien, was man tun kann, um sich besser zu fühlen. Vorhin haben Sie uns so viele Krankheiten genannt, so Spätfolgen, Langzeitfolgen. Mhm. Was mache ich denn da jetzt, wenn ich sie bemerke? Also wie gesagt, ich würde immer empfehlen, zu einem Spezialisten zu gehen, der dann auch wirklich das Richtige empfiehlt, was hilft dann gegen diese Langzeitfolge. Also ich bin kein Fan davon, dass dann irgendwelche Globuli verabreicht werden von Menschen, die mit Krebs und Krebsbehandlung nichts zu tun haben. Das, finde ich, gehört immer noch in die Hände von Spezialisten. Eben im Rahmen von solchen Survivor-Sprechstunden, wie wir sagen, also Überlebenden-Sprechstunden. Und was man auf jeden Fall jedem Patienten empfehlen kann, ist, dass er sich regelmäßig bewegt. Dass er durchaus mal in Schwitzen kommt und aus der Puste kommt, aber auch Gartenarbeit zählt mit oder Staubsaugen, auch das ist körperliche Aktivität, weil das beugt ganz, ganz vielen von diesen Langzeitschäden vor. Also Bewegung ist zum Beispiel das Beste gegen das chronische Müdigkeitssyndrom. Mhm. Ist natürlich ganz schwierig, sich als Patient zu motivieren, wenn ich mich eh schlecht fühle und gern also eigentlich lieber im Bett bleiben möchte. Und dann kommt der Arzt und sagt, du musst aber hier 3-mal um den Block gehen. Mhm. Das ist schwierig, aber das ist nachgewiesenermaßen das Beste, was der Patient für sich tun kann. Und dafür haben wir Studiendaten. Also das können wir schon belegen. Also wir Ärzte haben ja immer ganz gern auch Zahlen, die uns sagen, das ist sinnvoll, die Therapie, oder das ist vielleicht auch mal nicht sinnvoll. Und für Bewegung können wir das ganz klar bejahen. Gibt es noch etwas, wofür Sie das so bejahen können, also so einen Zusammenhang? Ja, für eine ausgewogene Ernährung. Und ich sage jetzt absichtlich ausgewogene Ernährung, weil es geistert ja auch so viel durch die Medien, Krebs mag keine Himbeeren, Krebs und Zucker ist ganz schlecht. Und ganz viele Patienten, die verzichten dann tatsächlich auf Zucker, kommen aber nie in so einen Bereich, wo es irgendeine Art von Wirkung hat. Das weiß natürlich nicht der Patient. Und der quält sich dann auch noch. Und das ist sehr schade, wenn wir dem Patienten Lebenszeit schenken und die Lebenszeit, die er geschenkt bekommt, die verbringt er dann damit, darauf zu achten, dass er sich ketogene Backmischungen kauft, wo kein Zucker drin ist. Also es reicht, sich ausgewogen zu ernähren, also einer ganz normalen Ernährungspyramide folgen. Das heißt, wenig rotes Fleisch, gutes Fleisch. Ich sage dann auch immer meinen Patienten, also lieber weniger dafür, dann aber tatsächlich von einem Bauern, der seine Tiere artgerecht hält und nicht Antibiotika verseuchte Hähnchen oder so. 5-mal am Tag Obst und Gemüse ist
auch eine ganz allgemeine, normale Empfehlung. Also fünfmal am Tag eine Handvoll Erdbeerensalat. Das kann man wirklich schaffen und das reicht ja schon aus. Ballaststoffreich essen. Das sind so Kleinigkeiten und das ermöglicht aber eine normale Ernährung, während viele Diäten ja mit ganz viel Verzicht einhergehen. Und das ist eigentlich das, was wir gar nicht wollen von unserem Patienten. Wen kann ich fragen, wenn ich wissen möchte, ob ich mir selbst Medikamente kaufen soll oder Hilfsmittel nehmen soll oder wie ich essen soll? Also es gibt natürlich eine Reihe von Ernährungsberatern, die auch darauf Antwort geben können. Es gibt Beratungsstellen, die mit Ernährungsberatern zusammenarbeiten, wo dann durchaus auch darauf hingewiesen wird. Es gibt zum Beispiel die Hamburger Krebsgesellschaft bietet Kurse an, wie ernähre ich mich sinnvoll, auch mit einer Ökotrophologin. Und auch die Survivorship-Programme, wie das, was ich jetzt angesprochen habe, was wir in Altona jetzt starten wollen. Da ist auch eine Kollegin mit dabei, die sich mit Ernährung extrem gut auskennt und da Empfehlungen geben kann. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!